Volkswagen ist noch schneller am Ende, wie ich das in meinem letzten Video prophezeit hatte. Erst am 6. August 2024 habe ich ein Video gemacht mit dem Titel Der Todesstoß für Volkswagen. Jetzt kommen sie gestern um die Ecke, ziehen die Jobgarantie zurück, wollen Werksschließungen auch in Deutschland durchsetzen, weil ihnen bis 2026 5 Milliarden Euro fehlen. Kleiner Funfact am Rande, alleine 2023 hat der VW-Konzern 4,5 Milliarden Euro Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet. Und hier kommen wir nämlich zum eigentlichen Problem. Das zweite Problem ist natürlich die Gewerkschaft, die den nächsten CEO dann wieder einfach absägt, der hier an die Jobs geht. Wir können dieses Schauspiel jetzt live beobachten, wie der Einfluss der Politik dafür sorgt, dass VW sich bald selbstständig in seine Einzelteile zerlegt. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist schon wirklich phänomenal, wie viel Wahnsinn inzwischen auch in den Chefetagen der deutschen Firmen vertreten ist. Das Spannendste an dieser ganzen Sache um VW ist ja nicht, mit was sie jetzt um die Ecke kommen. Das hat man quasi kommen sehen. Die Sache ist, wie sie das Ganze aufziehen. Und hier haben wir das Problem, dass Firmen dürfen Dividende ausschütten, selbstverständlich. Mein Schwiegervater hat VW-Aktien. Daran soll es am Ende nicht scheitern. Wenn jetzt allerdings die Dividende von VW in den letzten 3 Jahren alleine um 47% gestiegen ist und man jetzt hingeht und sagt, für die nächsten 2 Jahre brauchen wir jetzt doch wieder Geld und wir wollen jetzt Mitarbeiter entlassen und Werke schließen, dann muss man eines mal festhalten. Ihr seid sowas von unfähige Manager, ihr habt überhaupt keine Weitsicht, überhaupt keinen Weitblick. Hauptsache den Aktionären die Dividende in den Hals geworfen, damit nicht noch mehr wegrennen. Und hier besonders spannend, 20% gehören dem Land Niedersachsen und weitere 10% der Qatar Holding LLC. Also hier gehen 30% der 4,5 Milliarden Dividende direkt im Inland oder im Ausland an die Politik. Und hier ist nämlich das große Problem. Sie haben hier so viele Aktien, das Land Niedersachsen, dass Sie einfach einen CEO absägen können. Sie können dafür sorgen, dass Oliver Blume, aktueller Chef von Volkswagen, dann einfach gehen muss. Der eigentliche Verantwortliche für diese ganze Misere ist allerdings Herbert Diess, der vorherige CEO, der jetzt ganz unverblümt in Spanien irgendwelche Rinder züchtet und irgendwelche Pflanzen züchtet. Hier ein Foto. Es ist völliger Wahnsinn. Er hat es zu verantworten, dass VW hier quasi in die Knie geht. Das ist jetzt mal völlig unabhängig davon, ob die Politik hier die falschen Rahmenbedingungen gesetzt hat. Die Politik setzt für uns nur die Rahmenbedingungen in Europa. Aber VW hat die Probleme weltweit. Ja, das ist ja das, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht nur Robert Habecks Schuld mit seinen negativen Standortfaktoren hier, die spielen mit rein. VW hat dieses Problem global, weil sie einfach zu hochnäsig waren und lieber der Politik immer schön beigeredet haben, damit man da auch länger im Amt bleiben kann. Und jetzt kommt die große, große Abrechnung. Und das Problem hier ist, jetzt wollen sie Mitarbeiter entlassen und Werke schließen. Das mag ja notwendig sein, eventuell, aber ihr könnt nicht die Dividende unverändert lassen. Das ist ja das Problem. Der Konzern will sparen, schüttet aber gleichzeitig Gewinne aus. Diese Gewinne bräuchte er ja aktuell, um Finanzlücken zu stopfen, um ein Polster aufzubauen. Nein, die Aktionäre und die Dividendenkultur, die wird hier höher gewertet. Und hier haben wir nämlich jetzt das Problem. VW kann damit keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Eigentlich. Und hier wird es besonders wichtig sein, dass wir ganz genau hinschauen, dass die Politik sich nicht einmischt, denn das ist das eigentliche Problem. Das Land Niedersachsen dürfte eigentlich nur Aktien ohne Stimmrecht besitzen, aber sie haben natürlich Stimmrechtsaktien. Denn sie verhindern jedwede Transformation, okay, böses Wort, jedweden Umbau des eigenen Geschäftsbetriebes und es wird politisch dann einfach hofiert. Deswegen hat Herbert Diess VW einfach in Zwickau komplett auf Elektro umgebaut. Jetzt stehen sie da, können nicht mal Plug-in-Hybride bauen in Zwickau, müssen das Werk wirklich schließen und da schicken sie dann das Werk in Kurzarbeit. Die verlängerten Kurzarbeiterregeln laufen zu Ende diesen Jahres aus und ich bin ganz stark dafür, dass wir das endlich mal beenden. VW muss auch Leute entlassen. Jetzt wollen sie allerdings Werke schließen und wahrscheinlich Produktionsmitarbeiter entlassen. Und da muss man mal sagen, laut Konzernbericht hat VW 684.000 Mitarbeiter weltweit.
davon über 100.000 in Deutschland. Sie brauchen vor allem weniger Verwaltungspersonal, weniger Management eben, die außer ihren dicken Dienstwagen, die sie fahren, sonst nichts auf die Kette kriegen. Tut mir leid, aber die Situation, sie ist noch viel schlimmer, wie ich sie gerade darstelle. Bei VW brennt nicht nur der Dachstuhl, wie sie inzwischen gesagt haben, sondern es brennt inzwischen einfach alles. Man muss sich nur mal überlegen, der Börsenwert von VW war zu Ende letzten Jahres nur noch 58 Milliarden Euro. 58 Milliarden Euro gibt es manchmal als Tageswertzuwachs von Apple, von Microsoft oder von Nvidia, also von wirklich großen amerikanischen Unternehmen. Und das gezeichnete Kapital bei VW beträgt 175 Milliarden Euro. Also wenn man VW kauft für 58 Milliarden Euro, müsste man, also Aktienwert, müsste man eigentlich 175 Milliarden Euro Eigenkapital der Anteilseigner mit einsacken. Das Problem ist, dass das Ganze gebunden ist und wenn man nur überlegt, was das alleine bedeutet, wenn man von über 100.000 Mitarbeitern in Deutschland wegen der großen Kündigungsschutzgesetze hier anfängt, Mitarbeiter zu entlassen. Aber sie werden die Mitarbeiter auf der falschen Ebene entlassen, das ist schon immer so gewesen. Ich habe jetzt meinem Schwiegervater trotzdem geraten, die Dividende von Porsche und VW diesmal zu reinvestieren, damit der Einkaufskurs sinkt und das hier ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, das ist nur ein Hinweis. Denn ich spekuliere darauf, dass sie jetzt gezwungen werden, Tafelsilber zu verkaufen. Volkswagen muss weitere Marken aus dem Konzern entlassen. Wir könnten Bugatti verkaufen, wir könnten Lamborghini verkaufen. Und das mit Porsche an die Börse bringen hat ja auch einiges gehoben an Potenzial. Aber jetzt wollen sie hier Mitarbeiter entlassen, Jobgarantie. Und die Gewerkschaften, sie kündigen einen erbitterten Kampf an. Das mit den Gewerkschaften ist das nächste Problem. Die Gewerkschaften müssen mal akzeptieren, dass man einem Unternehmen auch Flexibilität in der Mitarbeiterschaft zugestehen muss. Jeder Unternehmer muss in der Lage sein, sein Personal auch um 20% zu kürzen, innerhalb relativ kurzer Zeit, ohne große Kosten. Im Moment haben wir das Problem, dass alle Firmen Personal horten. Ja? Also jeder hat zu viel Personal, alleine schon wegen dem demografischen Wandel. Jedes Unternehmen hat in den letzten 10 Jahren mehr Personal aufgebaut, als eigentlich notwendig wäre und will dieses Personal unbedingt halten. Dadurch ist ja schon die Produktivität gesunken, weil man einfach die Arbeit auf mehr Kollegen verteilt hatte und nicht mehr Arbeit hatte. Und jetzt kommt dann das Problem zum anderen. Jetzt müssen sie sich von Mitarbeitern trennen und die Leute in Deutschland, sie haben vor allem immer Angst, wenn sie ihren Job verlieren. Und da muss man mal sagen, ich habe wegen meinem YouTube-Kanal meinen Haupterwerbsjob verloren und ich habe nicht mal ein Video drüber gemacht. Who cares? Ja, man ist immer seines eigenen Glückes Schmied. Es gibt schwierige Einzelfälle, wenn man kurz vor der Rente ist oder so weiter, aber jeder gelernte Bandarbeiter von VW wird auch irgendwo anders Arbeit finden, bin ich mir sicher. Es ist dann nicht mehr so komfortabel, nicht mehr Industrie, IG Metall Tarif, sondern dann IG Metall Handwerkstarif nur noch zum Beispiel. Ich bin gelernter Schlosser, ich weiß, wovon ich rede. Die bei VW, also die ganzen Autobauer, die sind sowieso überbezahlt. Das ist krass, wie hoch deren Gehälter sind im Vergleich zu anderen Wirtschaft. Das ist es, was Deutschland auch den Wohlstand gebracht hat, weil die mehr Abgaben bezahlt haben. Aber jetzt kommt das ganze System an sein Ende. Und man muss da mal festhalten, VW hat trotzdem 9,02 Millionen Autos verkauft letztes Jahr. Dass hier wirklich weniger Autos verkauft werden, das ist völlig irrelevant. Das sind in Deutschland ein paar Autos, die weniger verkauft werden. Und ja, die Produktion in Deutschland wird zurückgefahren, dafür wird sie im Ausland ausgebaut. Das sind die kleinen Faktoren, für die unsere Regierung, die Ampel, die Energiepolitik verantwortlich ist. Aber das Große und Ganze bei VW ist einfach, man ist politisch abhängig und man hat sich treiben lassen vom Woke-Mind-Virus, wie sie alle sagen würden. Es ging nur noch um Elektro. Die ID-Modelle sind völliger Schrott, ja, wirklich völliger Schrott. Der ID-Bus, völliger Ladenhüter, absolute Schrottkarre will niemand haben. Den VW T6 haben sie jetzt eingestellt. Also der Umsatz wird jetzt wohl dann merklich zurückgehen müssen bei VW und deswegen wollen sie jetzt hier mit radikalen Maßnahmen sparen. Das Werk in Brüssel, es soll auch schon bald Geschichte sein, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Und ich bin mal gespannt, ob sie dann nach Bratislava verlagern, eines der größten Automobilwerke dieser Welt in Bratislava. Könnt ihr mal auf YouTube hier schauen, da gibt es, glaube ich, vom Porsche Macan vollautomatisiertes Produktionsvideo. We'll be right back.
Das ist deutsche Ingenieurskunst, deutsche Autobauerkunst, allerdings an einem anderen Produktionsstandort. Das ist Volkswagen. Bald wird es dann Geschichte sein. Wenn man sich nur anschaut, was die Preise sind, dann ist das alles aber kein Volkswagen mehr. Man muss eben den bürokratischen Wasserkopf bezahlen, die ganzen Anzugträger, Papierträger, die Stapelträger von A nach B, die kein Auto produzieren, die kein Auto verkaufen, die überhaupt nichts Produktives machen. Und ja, VW kann weiter existieren, ohne ein einziges Auto zu verkaufen, wenn es die VW Bank weitergibt mit ihren Finanzdienstleistungen. Das steht sogar in ihrem Geschäftsbericht drin, wie viel sie damit verdienen. Da fällt man immer erstmal fast vom Stuhl, bis man dann das Ganze sich nochmal vor Augen geführt hat. VW macht 322 Milliarden Euro Umsatz letztes Jahr. Im Jahr davor, 2022, waren es nur 279 Milliarden Euro. Der Absatz wurde auch gesteigert von 8,4 Millionen Fahrzeugen auf 9,3 Millionen Fahrzeugen. Und jetzt brennt die Hütte. Das ist völliger Wahnsinn, völliges Missmanagement bei VW und verantwortlich dafür sind am Ende Politiker und ehemalige CEOs. Ausbaden werden es dann die Mitarbeiter, die Angestellten, die gehen müssen. Und ich bin dafür, dass Mitarbeiter auch gehen müssen, allerdings Mitarbeiter aus der Verwaltung, kein produzierender Mitarbeiter. Und vor allem würde ich jetzt hier auch nicht entlassen, sondern einfach das Ganze über die Einstellungen, die sowieso stattfinden, regeln. Altersteilzeit ist dann wieder was, wo die Leute früher in die Rente geschickt werden. Das ist völliger Wahnsinn. Wir brauchen jeden in diesem Land, der noch was arbeiten kann, vor allem mit seinen zwei Händen. Aber jetzt wird für die Aktionäre hier das Sparprogramm ausgeweitet. Ich wette, es wird keine Dividendenkürzung bei VW geben. Das traut sich aktuell niemand, denn die Dividende von VW ist fester Bestandteil des Haushaltes des Landes Niedersachsen. Damit kann ich nur noch mal sagen, wenn du auch die Schnauze voll hast, dann abonniere unbedingt meinen Zweitkanal Auswandern mit Kopf. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist was dabei auf diesem Kanal. Und ja, der Kanal steht noch am Anfang. Wir begeben uns auf eine lange Reise, bis wir dieses Land hier verlassen haben. Ansonsten schau mal noch auf Telegram vorbei. Dort gibt es die Bilder der syrischen Großhochzeit. Kennst du bestimmt schon. Und ansonsten sage ich ciao, bis bald.